Also folgendermaßen. Ich gehe ins Training, weil es mir Spaß macht, weil ich da Bock drauf habe und vielleicht habe ich auch ein paar einfach geile Tipps für euch, die wo euch helfen. Und das Allerwichtigste ist, was ich hier machen will, ist Motivation, Inspiration, um euch zu zeigen, hey, fuck man, weißt du, was das Wichtige ist? Du musst was tun, Bruder. Du kannst nicht immer nur zu Hause sitzen und hoffen, dass aus dir irgendwas wird in deinem Leben, wenn du nichts tust. Und das Einzige, wie du da weiterkommst, ist, wenn du deine verfickte Persönlichkeit entwickelst. Ich persönlich sehe halt das immer so, dass ich mir denke, ich will euch entertainen mit meiner Person. Wenn ich nicht interessant genug bin, dann muss ich mich verpissen. Dann muss ich an mir arbeiten. Verstehst du? Alles das, wo dein Glauben ist, was du von dir selbst glaubst und von der Welt glaubst, der ist schon so kaputt gemacht von Leuten, die haten und Scheiße reden, dass auch dir aus nie irgendwas wird. Ich musste abhauen aus Deutschland in ein weit entferntes Land, um diese ganzen schlechten Beliefs, einfach diese Glaubensgrundsätze, die du hast. Deswegen pass auf, wen du zuschaust, verfickt nochmal in diesem scheiß Internet, Mann. Guck die richtigen Leute an, die dir helfen, besser zu werden, stärker zu werden, dich selbst kennenzulernen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, motivieren, inspirieren. Verschwende keine Zeit, Leuten zuzugucken, die wo Scheiße über andere Leute im Internet erzählen. Du willst irgendwie was reißen? Arbeite an dir, finde heraus, wer du bist, was du kannst, wo du gut bist und digger dann dort rein. Und beschäftige dich mit diesen Dingen und was du, die Affirmations, Digga, du ziehst an, was du ausstrahlst. Wenn du Hater bist, dann ziehst du auch Hater an. Deswegen sage ich ja, Lappenkinder in Deutschland brauchen Aufmerksamkeit. Deswegen ist es natürlich jetzt ganz geil, dass ich deutsche Videos mache für diese Leute, um mich komplett zu zerstückeln. Das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts, der ist da scheiße, da lügt er, der macht er das. Weißt du, was die Wahrheit ist? Andere Leute, die du hatest, die machen vielleicht irgendetwas besser. Du solltest die anschauen und fragen, fuck, wieso? Wie macht er das? Kann ich davon was lernen? Nimm einfach Sachen mit. Du hast ein falsches Mindset und deine Glaubensgrundsätze, die sind falsch. Und deswegen ist das alles für den Arsch, wenn man, wie gesagt, haten ist ein falscher Glaubensgrundsatz, Bruder. Tu das nicht. Bitte. Du machst es nicht für mich, du machst es für dich. Weil du willst was schaffen, du willst was reißen, Mann. Du willst ja auch nach Dubai kommen, dann hilfst dir nichts, anderen Leuten zuzugucken, die Scheiße über andere Leute im Internet erzählen. Digga, dann versuch irgendwie besser herauszufinden, wer du bist und was du kannst. Was sind überhaupt deine Ziele, was sind überhaupt deine Stärken? Kannst du es dir selbst beantworten? Wenn du es nicht beantworten kannst, solltest du nichts anderes in deinem Leben tun, außer diese Fragen endlich zu klären. Schau mal Jordan Peterson und solche Leute an. Es gibt verfickt viele Leute im Internet, die mittlerweile das super prayen. Und wenn du in YouTube nur ein bisschen in diese Richtung diggest, dann kommen auch die richtigen Videos auf dich wieder zurück. Und dann kannst du da weitermachen und es snowballt. Und irgendwann in 3 Jahren stellst du fest, fuck man, das war so gut, dass ich meine ganze Zeit und Energie in das investiert habe, um mich besser kennenzulernen, meine Stärken und mich stark zu machen und einfach ein starker Charakter zu werden auch. Um mit Shit zu dealen. Das ist ganz wichtig, Männer. Das soll es mal wieder gewesen sein. Einfach nur so ein kurzes Real Talk Video über die Lappenkinder, die Aufmerksamkeit brauchen und deswegen halt über andere Leute reden. Ich finde es ein anständiges Reden. Ich rede auch gerne über andere Leute, wenn es positiv ist. Gib den anderen Leuten, weil du kannst diese Leute noch weiter motivieren, indem du ihnen positives Feedback sendest. Du kannst aber auch immer versuchen, dich an denen aufzugeilen und zu sagen, das ist alles nicht gut, was die machen. Wie gesagt, Toleranz. Was ist hier mit deiner Toleranz? Leute sind selber überhaupt die schwarzen Schafe schlechthin und verkaufen sich in der Öffentlichkeit als weiß, als Jesus, verstehst du? Oder als der super toll. Arbeite doch dann einfach an dir und zieh durch, Bro. Ich wünsche jedem das Allerbeste. Ich schwör's dir, Bruder. Und wenn du besser bist als ich, dann schaue ich dich an und denke mir, geil, Mann. Ich will dort auch hin und ich gucke nicht, ja, der Wichser hat es von seinen Eltern gekriegt, der hat das, der hatte da Glück, das, jenes und so. Nein, Mann, frag dich, was die besser gemacht haben und vielleicht liegt es einfach hauptsächlich daran, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Glaubensgrundsätze zu ändern, was du kannst. Wie gesagt, wie willst du denn überhaupt eine geile Physik rauskriegen, wenn du dir sowieso von anderen 15 Leuten einimpfen lässt, nonstop, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, diesen übelst drauf, der ist übelst drauf. Wie gesagt, weil ich bin ja so übelst auf allem Scheißdreck, was es gibt, oder? Bin ich halt einfach nicht. Du kannst es glauben oder nicht. Ist mir auch scheißegal. Aber ich schwör's dir, besser geht's dir, wenn du es aus einer anderen Perspektive siehst, anstatt das Negative, versuch irgendetwas Gutes zu finden, was dich weiterbringen kann in deinem Leben. Danke fürs Zuschauen, Männer. Ihr supportet die Scheiße, ihr übelst geil, Mann. Ich bin mega dankbar, dass meine Community in Deutschland stark ist. Und wir ziehen es jetzt auch weiter durch hier ordentlich, Mann. Und dann zeigen wir diesen ganzen kleinen was los ist. Und weißt du, wenn du die Leute einfach am besten silenzen kannst, Bruder? Work hard in silence, let success make the noise. Desto besser du bist, desto weiter du kommst, desto mehr Leute werden sich auch auf dich stürzen, weil sie sich fragen,
Und dann kommen sie eben und sagen, ja, weil so. Und versuchen dich halt zu zerstören. Deswegen guck dir an, lächel sie an und sag, ich wünsche dir was, Bruder. Du solltest einfach mehr auf dich schauen. Adios, amigos. Und Chicos, of course. Ich nehme jetzt so ein Rückenvideo auf für euch kurz. Wie gesagt, wir sind hier in Dubai. Und wir sind hier nicht zum Chillen, Bruder. Wir sind hier nonstop am Hustlen, gell, Momo? Ja. So ist es, Männer. Und wenn du aus dir was werden willst, Bruder, dann mach dasselbe. Beschäftige dich mit Dingen, die dich vorantreiben. Und waste keine Zeit. Deswegen sage ich auch, es ist ganz wichtig, wie du das Internet verwendest. Du kannst dich damit deprimieren, übelst. Leute schauen den Feed an, oh, mein Leben ist nicht so geil, der hat es viel besser, mein Leben ist so scheiße. Ja, warte mal kurz. Oder du siehst es so, fuck, Mann, der hat es irgendwie. Wie kann ich das auch machen? Wie? Was muss ich ändern an mir, an meinem Leben? Was muss ich an meinen Glaubensgrundsätzen ändern? Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, slowly, slowly. Und vielleicht in ein, zwei Years, wenn du da richtig reindickerst, wirst du verstehen, von was ich überhaupt gerade eben rede. Und die anderen, die immer nur haten. Whatever you want, bro. Aber frag dich, was das Bessere für dich ist, auch mit Happiness und glücklich sein. Danke fürs Zuschauen, Männer. Lasst mir in den Kommentaren mal ein bisschen Feedback auch da, in der Hinsicht, was ihr noch weiter sehen wollt.